Hi, ich bin Maggie von Shirty und ich zeige dir heute, wie du deinen WooCommerce-Shop mit Shirty verbindest. Dazu brauchst du zunächst einmal das Shirty-Plugin. Geh dazu auf die WooCommerce-Seite unserer Homepage. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Dieses Plugin musst du jetzt runterladen. Nun wechseln wir schon zu WordPress. In der Leiste links findest du den Reiter Plugin. Geh jetzt auf Neues Plugin und Plugin hochladen. Wähle das Shirty-Plugin aus und installiere es. Zum Schluss noch das Plugin aktivieren und schon kann es losgehen. Wenn du jetzt auf Shirty klickst, siehst du schon eine Anmeldemaske. Melde dich hier mit deinen Shirty.cloud Anmeldedaten an. Wenn du noch keinen Shirty Cloud Account hast, kannst du dir kostenlos einen erstellen. Den Link dazu findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Ergänze hier deine Angaben und klicke auf Confirm. Du wirst nun zu WooCommerce weitergeleitet. Bestätige die Verbindung und du gelangst automatisch zurück zu WordPress und dem Shirty Plugin. Bevor du dein erstes Produkt erstellst, müssen wir uns die Servereinstellungen deines Webhosts ansehen. Gehe dazu auf Help und dann auf Systemstatus. Unser Plugin zeigt dir nun, ob und wie du deine Servereinstellungen anpassen solltest. Hier müssen wir noch ein paar Änderungen vornehmen. Am Ende sollten alle Punkte grün sein. Jetzt können wir das erste Produkt erstellen. Gehe dazu auf Products und Create New Product. Jetzt kannst du Produkt und Farbe wählen, dein Design hochladen, einen Text hinzufügen, einen Preis festlegen und veröffentlichen. Dein Produkt wird nun im Hintergrund erstellt. Das kann einen kleinen Augenblick dauern. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, ist dein Produkt online verfügbar. Je nachdem, welches Template du für deine WordPress-Seite nutzt, kannst du jetzt Kategorien erstellen und deinen Shop so gestalten, wie du es brauchst. Über GoToDashboard kommst du ins Shirty.cloud Dashboard. Unter WooCommerce findest du Angaben zur Verbindung zwischen deinem Online-Shop und Shirty. Außerdem kannst du auch hier deine Produkte einsehen. Damit wir deine Bestellungen auch ausführen können, musst du nun deine Wallet aufladen. Denn von dieser ziehen wir die Kosten für das Fulfillment deiner Bestellungen ab. Das geht hier im Reiter Billings. Wähle deine Bezahlmethode aus und einen Betrag. Und schon kann es losgehen. Schau dir hier auch unser Wallet-Video an. Und nun viel Spaß beim Verkaufen unserer Print-on-Demand-Produkte in deinem Online-Shop. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schau dich auf unserem Kanal um, da haben wir noch mehr Videos wie dieses. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.